Hallo ihr Lieben, heute spreche ich mal die Chefs unter euch an. Wie ihr vielleicht wisst, verbringe ich ja doch einiges an Zeit in Unternehmen und unterstütze Chefs oder auch Teams bei Krisen, bei Konflikten, bei Problemen mit der internen Kommunikation. Und dabei wird eines sehr oft von Chefseite her beklagt, und das ist die mangelnde Motivation ihrer Mitarbeiter. Und dass sie gerne mehr davon hätten, aber dass sie die irgendwie nicht kriegen und dass selbst Lohnerhöhungen in der Arbeitsmoral da keinen wirklichen Unterschied gemacht haben und dass sie das nicht verstehen und sie sind ein bisschen ratlos. Und das ist tatsächlich auch oft so. Wenn die Grundbedingungen in einem Job einigermaßen vernünftig sind, dann ist es das Quäntchen mehr Gehalt. Nicht das, was in der Arbeitsmoral oder in der Motivation der Leute einen Ausschlag gibt. Es gibt zwei Arten von Motivation, die extrinsische und die intrinsische. So, extrinsische ist vielleicht klar, das ist die Motivation von außen, das heißt ein Reiz oder ein Anreiz von außen, klassischerweise im Job das Gehalt. Und dann gibt es die intrinsische Motivation, die aus sich herauskommt, wo jemand sagt, da habe ich von mir aus Bock, ohne dass da von außen was kommt. Und wenn ich als Unternehmer motivierte Mitarbeiter haben möchte, dann muss ich an die letztere ran. Ich muss an die intrinsische Motivation heran. Und wie mache ich das? Das bedeutet nämlich, ich muss mich ernsthaft mit meinen Mitarbeitern auseinandersetzen. Ich muss wissen, was mögen die an ihrem Job und was mögen die nicht an ihrem Job. Ich muss sie ernst nehmen. Und ich muss auch mit ihnen ins Gespräch kommen. Und das fällt Chefs oft ganz schön schwer. Nur jeder Mensch möchte letztlich einen Sinn in dem sehen, was er tut. Und er möchte das Gefühl haben, wahrgenommen zu werden. Er möchte das Gefühl haben, vielleicht auch Einfluss nehmen zu können, gestalten zu können, all das. Und ich staune wirklich oft, wie wenig Chefs dann ihre Mitarbeiter kennen und auch wie wenig sie über diese Bedürfnisse wissen, die wir letztlich alle irgendwie haben. Und die Chefs sagen mir dann immer, wenn ich dann sage, so, jetzt fang mal an, du musst mal deine Leute kennenlernen, dann sagen die mir sowas wie, ja, habe ich überhaupt keine Zeit zu, wie soll ich denn das machen? Gerade bei größeren Unternehmen, wenn da 200, 300 Mitarbeiter sind oder dergleichen. Da sage ich immer, oh, das ist immer eine schöne kleine Ausrede. Chef sein bedeutet eben auch Menschenführung. Das geht nicht. Und dahinter steckt aber auch sehr oft eine Art Berührungsangst der Chefs. Also, und das nochmal, es geht nicht darum, als Chef jetzt hier Best Buddy zu werden mit den Untergebenen, aber es geht um ein ehrliches Interesse am Menschen. Es geht darum, dass ich weiß, wer da arbeitet, denn es sind letztlich diese Menschen, die für mich arbeiten, die ja für den Erfolg oder auch Misserfolg des Unternehmens auch mitverantwortlich sind oder die auch dazu beitragen. Und ich erlebe oft etwas hilflose Manager, die so sich mit Führung sehr schwer tun. Und es ist nach wie vor deshalb so, weil oft Menschen in Führungspositionen kommen, die zwar fachlich total super sind, mega Studium haben, was weiß ich, die aber null bis echt wenig Ahnung von Menschenführung haben. Und klar, läuft das alles immer irgendwie, aber es könnte halt auch oft viel besser laufen. Und die meinen das nicht böse, keine Frage, die können es halt nur nicht besser. Und was ich dann auch immer wieder erlebe, das ist diese Berührungsangst, so als ob sie sich etwas vergeben würden, wenn sie mal ins Gespräch mit ihren Mitarbeitern kommen. Da sagte mal ein Chef zu mir, ja, ich kann doch jetzt hier nicht durchs Lager laufen, die denken ja sofort, ich will sie kontrollieren. So. Und die Männer im Lager sagten mir, ja, der Chef, der interessiert sich doch null für uns. Der lässt sich nie hier blicken, wenn überhaupt, schickt er einen von HR her. Und das sind dann auch so Zirkularitäten, die sich dann auch in der Qualität der Arbeit und beim Ergebnis niederschlagen. Denn ein Mitarbeiter, der denkt, dass dem Chef das alles egal ist, dass der Chef sich nicht interessiert, der wird auch nicht zum Chef oder Vorgesetzten gehen, wenn er eine Idee für Verbesserungen hat oder wenn irgendwas im Argen ist. Der wird sich mit allen auf derselben Ebene darüber austauschen und jammern und schimpfen. Aber er wird nicht eine Etage höher gehen.
Und wenn man davon ein paar Leute hat und die das auch noch chronisch machen und die sich in diesem Gefühl einrichten, dann verschlechtert sich auch durch sowas natürlich sukzessive das Klima im Betrieb. So. Meine Erfahrung ist schlichtweg, Pizza und Lob bringen oft mehr als Geld. Das ist eine ganz einfache Wahrheit für ein bisschen mehr Motivation im Job. Persönliche Wahrnehmung, den überhaupt mal wahrzunehmen, persönliche Anerkennung, ein ehrliches Interesse, gepaart auch mit ein bisschen mehr Verbindlichkeit. Das sind für mich Schlüssel zu mehr Motivation und auch zu mehr Mitarbeiterzufriedenheit. So, jetzt mal abgesehen von vernünftigen Rahmenbedingungen, die setze ich jetzt mal voraus. Für den Alltag eines Chefs kann das zum Beispiel bedeuten, als Arbeitsauftrag, nimm dir mal jede Woche eine halbe Stunde Zeit und geh in eine Abteilung und guck, wie es da so läuft und sprich mit den Leuten, die da arbeiten. Nimm Kontakt auf, zeig deine persönliche Seite. Und damit meine ich nicht jetzt irgendwie intime Sachen erzählen, aber eben so ein bisschen Austausch. So diese Zeiten der wunderbaren Chefs, ja, die ist einfach vorbei. Das will auch keiner mehr. Das wollen vielleicht nur noch die alten Herren, weil sie es nicht gelernt haben, dass man Macht und Autorität, dass man das auch anders leben kann und nicht über diese ich hier oben und ihr da unten. Der Chef aus meinem Beispiel, der musste sich richtig überwinden, ins Lager zu gehen. Und das nicht, weil ihm die Leute egal waren, das war es nicht, sondern er hatte echt Sorge, da so als Kontrolletti wahrgenommen zu werden. Und ich habe dann gesagt, machen Sie es mal trotzdem, aber mit dem Arbeitsauftrag schauen Sie nicht nach dem Rechten. Und selbst wenn Ihnen was auffällt, halten Sie die Klappe, sondern nehmen Sie einfach mal Kontakt auf. Und er hat das auch dann gemacht. Er ist jede Woche hin und er hat nicht nach dem Rechten geschaut, sondern er ist einfach mal mit den Mitarbeitern ins Gespräch gekommen. Und ja klar, war das für die am Anfang irritierend. Was will der hier? Was soll das? Und natürlich gab es den Gedanken, ach, der will nur kontrollieren, wie es hier läuft. Aber das hat sich nach und nach verloren. Die Einzigen, die das dann noch blöd fanden, waren die wirklich Faulen. Und da schadet es ja dann noch nichts. Aber für die anderen war das sowas, die dachten, ach guck mal, der interessiert sich doch. Und nach dem zweiten, dritten, vierten, fünften Gespräch wurden die Leute auch offener, weil sie gemerkt haben, der beißt nicht, das ist okay. Und der Chef hat eine ganz andere Einsicht nochmal in bestimmte Dinge bekommen. Denn als Chef ist es so, man hat selbst vielleicht praktisch mal gearbeitet mit 20, 25, 30, dann ist man die Hierarchieleiter immer weiter rauf und hat sich immer mehr, zum Beispiel in der Produktion, von den praktischen Themen entfernt. Und ist immer administrativer und dafür hat man ja dann HR oder den Betriebsrat oder. Aber das stimmt halt nicht. Chef ist nur einer. Oder Vorgesetzter oder Teamleiter. Das dekliniert sich durch alle Ebenen und die müssen sich jeweils kümmern. Und wenn ich so mit den Mitarbeitern umgehe, dann hat das einfach Auswirkungen auf die Zufriedenheit der Leute. Und es hat dann auch Auswirkungen auf Krankenstände beispielsweise und auf Arbeitsleistung, weil die Menschen sich eben wahrgenommen und ernst genommen fühlen. Ich habe mit vielen Chefs gearbeitet und was mir immer wieder auffällt, das ist wirklich diese Unsicherheit im Umgang mit den Mitarbeitern, dieses Nichtwissen, wie viel Nähe, wie viel Distanz ist okay, ist angemessen, wenn man persönlich miteinander spricht. Das muss man einfach ein bisschen ausprobieren und ein bisschen ja, im Gespräch auch erfühlen sozusagen. Und ich glaube, das kommt sehr viel aus diesen veralteten, aus meiner Sicht veralteten und auch patriarchalen Obrigkeitsstrukturen, die auch heute, glaube ich, immer weniger funktionieren. Hierarchien sind natürlich auch heute noch da und die sind ja auch sinnvoll, keine Frage. Und die sind auch notwendig. Nur als Chef überzeuge ich letztlich nicht, dadurch, dass ich mich auf die Struktur und das Gerüst verlasse, sondern ich überzeuge dadurch, dass ich Chefsein lebe, und zwar ein modernes Chefsein. Und das bedeutet nicht patriarchales, unnahbares Verhalten, sondern es bedeutet natürlich klar sein in der Sache, aber eben auch zugewandt zum Menschen. Das ist letztlich der Schlüssel.
Ich weiß, ich mache hier auf dem Kanal nicht so oft so Unternehmensthemen, dabei könnte ich da unendlich viel zu machen, weil ich auch sehr, sehr gerne Unternehmen unterstütze, denn im Job verbringen viele Menschen sehr viel mehr Zeit als zu Hause. Und dann denke ich immer, wäre ja auch schön, wenn sie da auch gerne sind und es angenehm finden. Und das gilt für Chefs genauso wie für Mitarbeiter. Das gilt für beide Seiten. So, lasst mich wissen, ob ihr auch an diesen Themen interessiert seid oder vielleicht fallen euch dazu auch eigene Geschichten ein. Wie immer freue ich mich dann darüber. Schreibt mir eure Anregungen oder eure Fragen dazu in die Kommentare. Ich greife das gerne auf. Und ansonsten gilt wie immer an dieser Stelle, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich freue mich über ein Abo, wie gesagt, über Kommentare sowieso. Ich freue mich auf einen Besuch auf meiner Website hier, bettercallcasey.de. Und wer mag, trägt sich da gerne in den Newsletter ein. Und ja, jetzt wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle noch einen schönen Sonntag. Macht's gut, ihr Lieben.